Gerettet, nicht gerettet, gerettet, nicht gerettet. So holpert Europa von einem Hilfspaket für Griechenland zum nächsten. Skeptiker glauben auch diesmal nicht wirklich, dass niedrige Zinsen und moderater Forderungsverzicht einiger Banken das Land wieder auf die Beine bringen. Noch dazu sind die Griechen eifrig dabei, ihre Ersparnisse auf der Bank abzuholen. Ein gefährliches Misstrauensvotum gegen die Retter. Gute Geschäfte machen derweil viele Spekulanten in Deutschland mit griechischen Staatsanleihen. Todsichere Sache, weil schließlich wir Steuerzahler dafür garantieren. Steffen Jozikowski und Reinhard Lasker über große und kleine Profiteure. Stuttgarter Börse. Nach der Verabschiedung des zweiten Rettungspaketes für Griechenland sind griechische Staatsanleihen plötzlich wieder gefragt. Selbst Kleinanleger wittern ihre Chance. Das Umsatzvolumen erreichte das Vierfache vom durchschnittlichen Wert, sprich 14,5 Millionen Euro am Freitag. Der Tag davor sowie nach dem Rettungspaket war mit knapp 6 Millionen Euro um das Doppelte so hoch wie an durchschnittlichen Tagen. Kein Wunder, konnten Anleger in diesen Tagen doch mit Renditen von rund 30% für eine einjährige Anleihe rechnen. Vorausgesetzt, die Griechen bleiben dank Brüssel zahlungsfähig. In Frankfurt treffen wir Patrick Bernau. Er ist Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und hat schon vor anderthalb Jahren griechische Staatsanleihen gekauft. Seitdem protokolliert der Journalist das Auf und Ab seiner 1.000-Euro-Anleihe in der Zeitung. Wie ging es Ihnen mit Ihrer Anleihe? Es ging mir gelegentlich gut. Gelegentlich ging es mir auch gar nicht gut. Das war so ein Auf und Ab. Und zwischendurch habe ich echt geglaubt, ich kriege von dem Geld nicht mehr alles zurück. Das war eine Zitterpartie. Wie ist denn das Spiel inzwischen ausgegangen? Wo stehen Sie heute mit Ihrer Anleihe? Ausgegangen ist es gut. Hier vor einer Woche schreibe ich, hurra, ich bin gerettet. Die Finanzminister haben ein neues Rettungspaket beschlossen, mit dem ich am Ende vermutlich plus minus null rauskomme. Würden Sie sagen, so eine griechische Staatsanleihe ist ein gutes Geschäft? Eine griechische Staatsanleihe ist vor allem ein riskantes Geschäft. Man weiß nie, wie es ausgeht. Für mich ist es jetzt gut ausgegangen, für viele andere auch. Wer zahlt da die Zeche? Die Zeche zahlen dafür die Steuerzahler. Das bin ich, aber alle anderen auch. Denn so wurde es in Brüssel vor 10 Tagen beschlossen. Die Staats- und Regierungschefs verabschieden ein milliardenschweres Rettungspaket für Griechenland und den Euro. Bereits das zweite innerhalb eines Jahres. Griechenland bekommt von den Euro-Staaten zusätzlich 109 Milliarden Euro. Laufende Kredite werden gestreckt von 7,5 auf 15 bis 30 Jahre. Gleichzeitig sinken die Zinsen auf 3,5%, günstiger als bisher. Der Europäische Krisenfonds EFSF soll Banken vor dem Ruin retten. Außerdem soll er auch Anleihen anderer Pleitestaaten aufkaufen. Und erstmals beteiligen sich private Banken und Versicherungen an der Euro-Rettung. Sie verzichten auf bis zu 50 Milliarden Euro, rund 21% ihrer Forderungen. Es trifft uns hart. Das sind Abschreibungen von 21%, die wir auf die Positionen vornehmen, also auf die griechischen Positionen. Auf der anderen Seite waren wir uns sehr bewusst, dass gerade in Deutschland es kaum möglich sein wird, dieses Paket durchs Parlament zu bringen, ohne dass der private Sektor sich engagiert. Dabei hätte es den privaten Sektor härter treffen können, drohte doch der Totalverlust ihrer Griechenland-Kredite, wenn der Steuerzahler Athen nicht abermals vor der Pleite gerettet hätte. Nun winken den Banken auch noch neue Gewinne. Die Banken kommen insgesamt zu gut weg. Sie profitieren zum Teil davon, dass sie jetzt weiterhin höhere Zinsen bekommen für Griechenanleihen, die viel höher sind als die Zinsen beispielsweise auf die deutschen Anleihen und dieses Geld sehr billig nach wie vor bei der Europäischen Zentralbank aufnehmen können, sodass sie einen Anleiheverlust von weitaus mehr als 20% verkraften könnten. Die Banken hatten ihre Macht gezeigt. Josef Ackermann saß in Brüssel mit am Verhandlungstisch, vertrat auch den Internationalen Bankenverband, gab der Politik die Regeln der Rettung vor. Die Banken haben sehr gut verhandelt, die Versicherung auch. Man darf auch nicht vernachlässigen, dass der Vorschlag, die Blaupause für den Entschluss im Prinzip kam vom IIF, dem International Institute of Finance, was in Washington sitzt, mit dem Chairman Ackermann. Und der setzte seine Forderungen durch. Frontal 21 liegt das Strategiepapier des Bankenverbandes vor. Darin schon die Zielvorgabe 21% Abschreibung. Und die klare Ansage, Zitat,
Unser Angebot gilt unter der Bedingung einer starken Unterstützung durch die EU und einer zusätzlichen Unterstützung des Internationalen Währungsfonds. Die Politik erfüllte die Wünsche der Banken, die Finanzindustrie wurde gerettet. In Griechenland aber geht es weiter bergab. Vergeblich bietet Händler Stephanos seine Melonen an. Hier in Athen glaubt keiner an ein baldiges Ende der Krise, trotz des zweiten Euro-Rettungspaketes. Die Metzger in Athens ältester Markthalle spüren die Angst ihrer Kunden. Bouduris Georgios, der Metzger, führt sein Geschäft seit über 30 Jahren. Die Krise wird immer schlimmer. Unser Umsatz ist um 20-30% gesunken. Unsere Kunden sind meist arme Leute, die jetzt jeden Pfennig dreimal umdrehen. Und nicht nur die. Die scharfe Rezession hat längst die Mittelschicht erreicht. Stark gestiegene Arbeitslosigkeit und drastische Steuererhöhungen treffen die Händler hart. Ich muss das Geschäft schließen. Ich habe riesige Kosten und verdiene kaum noch etwas. Meiner Meinung nach wird das Ganze noch schlimmer. Ich bin hier seit 26 Jahren und habe so etwas noch nie gesehen. Unsere Kinder haben hier keine Zukunft mehr. Viele Griechen glauben nicht mehr an die Rettung, ziehen Konsequenzen. Andreas zum Beispiel. Der junge Ingenieur hat einen gut bezahlten Job auf einer Werft. Doch griechischen Banken will er sein Geld nicht mehr anvertrauen. Es begann vor 2 Jahren, als die Krise aufkam. Ein Verwandter in England bat mich um 15.000 Euro. Ich ging zur Bank. Doch plötzlich war alles anders. Ich konnte kein Geld mehr überweisen. Sie hatten ein Limit gesetzt. Ich dachte, hier stimmt etwas nicht. Ich habe daher beschlossen, mein ganzes Geld Schritt für Schritt nach Zypern zu überweisen, um es in Sicherheit zu bringen. Dieses Abschmelzen der Einlagen in den Banken hat 2 Gründe. Einmal die große Rezession, die tiefe Rezession. Die Kunden, die Bürger brauchen Geld. Und einmal die Ängste bezüglich eines Austritts aus der Eurozone. Und das führt dazu, dass die Banken ein ganz großes Problem haben, denn ihnen schmelzen langsam aber sicher die Einlagen weg. Die Kreditklemme blockiert die griechische Wirtschaft. Denn ohne Kredite kein Wachstum, ohne Wachstum keine Staatseinnahmen. Das merken mittelständische Unternehmen wie diese Brauerei in Atalanti. Die Firma macht gute Umsätze. Braumeister Blumenberg und sein Chef Anastasios Syrianos würden den Betrieb daher gern erweitern. Aber ohne Kredite läuft das nicht. Die Banken, die haben ja durch die Verringerung der Spareinlagen der Leute und auch ein bisschen Geld, was ins Ausland geflohen ist, haben das Geld nicht, um den Industriebereich zu unterstützen. Und wie ist die Rolle der Banken dabei im Moment? Ja, die Banken sind offen und ehrlich und sagen, wir haben kein Geld. Wie sollen wir sie finanzieren, wenn wir kein Geld haben? Das bedeutet, die griechischen Banken brauchen weiter dringend Geld, um Unternehmen mit Krediten zu helfen. Der griechische Staat ist pleite, so kann Geld nur von außen kommen, von den anderen Euro-Staaten mit Deutschland an der Spitze. Das führt in den nächsten Jahren dazu, dass wir mit einem weiteren Schuldenschnitt zu rechnen haben oder einem massiven Zufluss an neuen Transfers und der Steuerzahler abermals beitragen muss. 2 Hilfspakete gibt es schon für Hellas. Fortsetzung folgt.